Ja, also an Thomas, in deiner Arbeit, kollektive Trauma Integration oder transparente Kommunikation und so weiter, sprichst du oft sozusagen neues Wir. Ich möchte dich mal fragen, was ist dieses neues Wir? Ja gut, da müssen wir mal klären, was ist denn überhaupt wir? Also wir ist ja oft eine Ansammlung von Menschen oder Organismen in einer Gruppe oder in einem Raum. Und wir ist aber auch die Qualität der Beziehungsfähigkeit dieser einzelnen Organismen oder Menschen oder Teilnehmer einer Gruppe, wie wir uns aufeinander beziehen. Und ich glaube, dass die Beziehungsfähigkeit ein essentieller Anteil ist von dem, wie sich wir gestaltet, wie sich ein Wir gestaltet. Und wenn man sagt neues Wir, könnte man sagen, ja, wir sprechen nicht nur von wer ist denn im Raum, sondern wie sind wir denn gemeinsam im Raum und wie finden wir ineinander statt? Also was ist meine Fähigkeit, dich und den Tobias in mir aufzunehmen, wahrzunehmen, mit einzubeziehen in meinen Handlungen? Was ist eure Fähigkeit, das zu tun? Und was entsteht daraus als interpersoneller oder Raum, Beziehungsraum zwischen uns? Und ich glaube, man kann wir als diesen Beziehungsraum sehen, der natürlich aus uns besteht, aber auch unserer Beziehungsfähigkeit. Wenn man Trauma mit in das Spiel nimmt, dann ist ja Trauma oft die Reduktion dieser Beziehungsfähigkeit und dann entstehen viele Stressfelder in Beziehungsräumen, Organisationen, Firmen, so Gesellschaften. Und wenn wir anfangen, die Altlasten, also die Traumatisierungen zu integrieren, dann entsteht eine höhere Version von Beziehungsfähigkeit, von Einstimmungsfähigkeit, von Mitgefühl, von auch die Fähigkeit, sich mit Andersartigkeit, mit Konflikten, mit Spannungsfeldern bezogen auseinanderzusetzen in dem Wir. Und dann entstehen im Prinzip viel weniger Ihr. Also in dem neuen Wir entsteht weniger Ihr, weil mehr von Ihr im Wir integriert ist. Und dadurch entsteht mehr Weisheit und, glaube ich, mehr Fähigkeit, unterschiedliche Blickpunkte beinhalten zu können, als sie zu polarisieren und in verschiedene Fragmentierungsgruppen zu bilden. Vielleicht fangen wir damit an für unser Gespräch, sonst geht das vielleicht ein bisschen zu lange, aber das wäre mal so eine Grunddefinition vielleicht. Also, es ist sozusagen eine Schlüsselfunktion oder Schlüsselkompetenz für die Überwindung Krise. Also von daher, dann frage ich dann weiter auch noch einmal Thomas. Also wie wichtig ist dieses neues Wir gerade jetzt in der Klimakrise? Naja, ich glaube, das neue Wir ist ja nur eine Funktion von einem integrierteren Lebensfluss. Und das bedeutet auch, wenn wir sehen, dass Integration oder dass integrierte Information zu einer größeren Perspektive beiträgt, dann hilft uns natürlich, je höher unsere, ich würde das Gruppenkohärenz nennen oder systemische Kohärenz, je höher diese Kohärenzfunktion ist, desto mehr Stressfaktoren können wir mit einbeziehen, ohne sie ausgrenzen zu müssen. Das heißt, die Fähigkeit von Dialog, die Fähigkeit von Anteilnahme an unterschiedlichen Perspektiven, mit denen ich vielleicht nicht übereinstimme, ist höher und dadurch kann mehr Synthese entstehen zwischen diesen Feldern, die oft als Spannungen in der Trennung miteinander leben. Und dass wir die gesunderweise nicht wegmachen, die Spannung, dass wir die auch nicht ausgrenzen müssen, sondern dass wir die kreativ mit einbeziehen können. Das, glaube ich, dafür ist dieser Beziehungsraum total wichtig. Und wenn wir uns anschauen, was für eine Fragmentation gerade in der Welt passiert, plus was ist denn die neue Traumatisierungswelle, die durch Klimakatastrophen, durch Klimaflüchtlinge und so weiter gerade am Entstehen ist, dann ist ja die Fähigkeit, das mit einzubeziehen und kreativ damit arbeiten zu können und auch vorausschauend jetzt schon die Dinge in die Wege zu leiten, die wir brauchen, um mit Hunderten von Millionen von Klimaflüchtlingen sein zu können. Das braucht ja, das machen wir nicht dann, wenn es passiert, sondern das muss ja jetzt schon passieren, damit wir so eine Art Vorbereitung treffen. Und ich glaube, diese Fluidität von einer höheren Beziehungsfähigkeit bedeutet auch, dass wir zwischen der Vergangenheit und der Zukunft flüssiger interagieren können und darauf auch vorausschauender oder
verantwortungsvoller die Zukunft schon jetzt mit einzubeziehen, das ist, glaube ich, auch eine Funktion von dem, von dieser Wir-Dynamik, von der wir hier sprechen. Ja, und wie interpretierst du jetzt, also ich möchte dann Tobias fragen, als, also Tobias als Neurobiologe und Mediziner, also wie siehst du jetzt dieses neue Spiel oder wie interpretierst du dieses neue Spiel, was gerade Thomas gesprochen hat, also was bedeutet überhaupt in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft oder Neurobiologie oder auch in der Medizinwissenschaft überhaupt? Ja, zunächst erst einmal ist wichtig anzuerkennen, dass das neue Wir gar nicht so neu ist, sondern dass es das gleiche alte Wir ist und auch das alte Ich, was immer schon da war. Nämlich, dass wir Menschen, das vergessen wir oft, auch wenn wir in den Medien miteinander sozusagen oder über die Medien sprechen oder Zeitungen lesen und einfach uns sozusagen mit der Alltagsrealität und dem Stress, mit dem wir umgeben sind, uns konfrontieren, dann vergessen wir, dass der Mensch von Haus aus kooperativ ist. Der Mensch ist von Haus aus mitfühlend. Warum? Weil er muss. Weil wir geboren werden und anders als viele Tierarten eine enorm lange Zeit haben, in der wir den Schutz der Gemeinschaft brauchen, das Aufwachsen bis hin zur Pubertät und auch danach. Eine Zeit, in der wir extrem risikobereit sind, unser Leben gefährden und davor überhaupt gar nicht lebensfähig sind. Das heißt, wir Menschen werden hineingeboren in die Gemeinschaft. Wir kommen aus der Gemeinschaft und werden in die Gemeinschaft geboren, ohne die wir nicht leben können. Und etwas Ähnliches passiert kulturell unterschiedlich von, sage ich mal, Prägung zu Prägung, aber letztendlich auch am Ende des Lebens. Auch da sind wir nicht lebensfähig ohne die Gemeinschaft, die uns trägt. Das heißt, auch neurobiologisch sind wir auf wir programmiert. Das wird oft vergessen, weil in Zeiten des Kampfes und der Flucht, des Überlebens, des Futterholens, des Sicherheitsbedingens, wir die Ellbogen brauchen, um sozusagen die Kampfesseite, den Kämpfer in uns, auch die territoriale Seite herauszukehren. Wir können das, aber unsere Natur ist das nicht. Unsere Natur ist, dass wir wachsen wollen und dass wir in Beziehung sein wollen. Und insofern ist unser Gehirn neurobiologisch extrem sensitiv für das Gegenüber. Wir haben Areale, nicht nur die berühmten Spiegelneuronenareale, wo wir heute wissen, eigentlich fast ist das ganze Hirn ein einziger Spiegel. Es sind nicht nur Areale, eigentlich ist es praktisch das gesamte Hirn. Sondern wir haben die Fähigkeit, die Gedanken geradezu des anderen zu lesen, schon alleine im Gesicht und fast immer richtig zu liegen. Wir haben Regionen, die ganz, ganz empfindlich sind für Altruismus, für Verhalten, dass ich etwas tue, ohne eine Gegenleistung zu bekommen. Wir haben das unmittelbare Anspringen unseres Kümmergens, wenn man so will, wenn Menschen in Not geraten. Und wir müssen fast aktiv uns davon abgrenzen. Wenn wir all die Not sehen in den Nachrichten und sonst wo, müssen wir uns fast aktiv davon abgrenzen, um nicht sozusagen hineingesogen zu werden, weil es uns dann auch überfordert, weil wir von Natur aus helfen wollen und mitfühlend sind. Und wie Thomas gesagt hat, Trauma ist im Grunde genommen dass die Deprivation. Also Trauma führt zu einem Wegnehmen dieser wichtigsten Quelle. Weil plötzlich ist das Gegenüber, das mich traumatisiert hat, mein Feind. Und ich will das aber ja gar nicht. Und ich muss es mir quasi aktiv erst immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Gegenüber mein Feind ist. Und das ist extrem aufwühlend und anstrengend und stressig, weil es nicht unsere Natur ist. Und auf der anderen Seite finden wir aber den Weg in dieses Wir nicht nach Traumatisierung und sind quasi hilflos, wie ein loses Ende, das sucht, was Thomas gerade beschrieben hat, die Kohärenz. Wenn wir Kohärenz erleben, genau wie Thomas gesagt hat, dann sind wir genau in der Lage, all das zu integrieren, was wir sind. Insofern ist das neue Wir, wenn man so will, die Bezogenheit. Thomas nannte es natürlich die Beziehungsfähigkeit oder die Beziehung. Sagen wir mal, das Beziehungsgeflecht, in dem wir leben, das ist eigentlich eine Bezogenheit. Wir sind das Relatedness, ja. Wir sind durch und durch und können gar nicht anders sein bezogen. Und die Moderne, ich will jetzt nicht den Begriff, der schon ein bisschen sehr abgenuddelt ist, aber
Die Quantentheorie sagt, die moderne sogenannte relationale Theorie der Quantenmechanik, das ist die aktuelle Deutung der Quantentheorie sozusagen. Die relationale sagt, es gibt gar nichts anderes außer Bezogenheit. Es existiert gar nichts ohne Bezug. Die Welt ist nicht denkbar, auch die nicht lebendige Welt, ohne Bezug. Also eine radikale Subjektivität unserer Bezogenheit, die bedeutet, dass wir nicht nur ein neues Wir sind, sondern wir kennen eigentlich gar nichts anderes als wir. Das Neue im Grunde genommen ist, dass wir mehr und mehr merken, dass wir mit dem anderen, mit dem Ich auf dem Holzweg waren. Und das sehen wir ja jeden Tag. Dass wir lernen, auch durch Wissenschaft, die Menschen wie wir veranlassen, mühsam im Grunde genommen nur lernen, was wir schon vorher wussten. Nämlich, wie das Clayton Alderfer zum Beispiel sagt, die Grundbedürfnisse des Menschen ist das Wachstumsbedürfnis, das Sicherheitsbedürfnis, also das Überleben, die Existenz, aber dann die Bezogenheit. Dass das keine Gegensätze sind, dass nicht das eine höher ist oder weniger, wie Maslow noch das behauptet hat. Es gibt keine Pyramide der Bedürfnisse, der Grundbedürfnisse, sondern Bezogenheit ist lebensnotwendig, wie Essen und Trinken und Sicherheit. Und dann der letzte Punkt, die Transgenerationalität oder Transgenerativität, die Verbundenheit, dass wir geht eben genau wie du gesagt hast, über die globale Welt, der Norden und der Süden oder die Generationen, die kommenden Generationen und die Gewesenen, das ist eine wahnsinnig spannende, ich finde auch intellektuell eine unglaublich herausfordernde Vorstellung, dass wir für die Verantwortung oder die Verantwortung für nicht nur die nächste, sondern die übernächste, die siebte Generation, wie ich bei dir gehört habe, Katsuma, haben von den Irokesen, wie du sagst. Das heißt, dass wir dieses Wir kollektiv in uns haben, in unseren Genen und unserer Neurobiologie, aber dass es ein Wir ist, was schon die Hopis und andere gesagt haben, das kommt aus der Erde, aus dem Raum, aus dem wir sind und es geht in den Raum, den wir auch wieder verlassen. Das heißt, wir sind nicht nur Menschen, die einen Eindruck hinterlassen, sondern wir haben eine verdammte Verantwortung, da jeder Atemzug, den wir machen, in Beziehung zum Wir entstehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das Wir, das ist eigentlich nicht so sehr neu. Das Neue ist, dass wir merken, ohne das können wir nicht leben, das sagt uns die Wissenschaft. Und das ist vielleicht das Spannende, das ist ja auch das Werk von Thomas und anderen, wir können es lernen. Und das ist richtig cool. Dass wir sind nicht hilflos im Wir. Wir können eine Bewusstseinskultur, wie das Thomas Metzinger eher auch defätistisch und negativ beschreibt, aber wir können das Bewusstsein für das Wir trainieren. Und da komme ich als Mediziner natürlich hin und sage, okay, das wollen wir machen. Ja, also diese Beziehung ist notwendig für unser La also unser Leben und auch Überleben. Das verstehe ich sehr gut und auch diese Generativität, die Beziehung mit unserer Vergangenheit, dass das, was ich dann zum Beispiel oft bei Thomas gelernt habe und auch erlebt habe, also im Kontext von Traumaforschung, im Kontext von kollektive Trauma oder historische Trauma, ich habe auch schon sozusagen kommuniziert mit meinen Ahnen, die gelebt haben, ungefähr in 100 Jahren oder vor 200 Jahren und so weiter. Also diese Generativität in der Zukunft ist auch lernbar und auch erlebbar. Aber Generativität in die Zukunft, wie können wir mit unserer nächsten Generation, die zum Beispiel in 300 Jahren leben, und darüber hinaus, wie können wir verantwortlich sein für die Generation, für die nächste Generation in 300 Jahren. Wie können wir schaffen? Also wie siehst du, Thomas, diese Generativität in Zukunft? Ja, zuerst möchte ich sagen, dass wenn ich dir zuhöre, Tobias, dass genau das nämlich stattfindet, dass das so erfrischend ist und so klar zusammengefasst und das hat auch deine Lebendigkeit, da findet ja dieses Wir, von dem wir sprechen, ja gerade statt. Ich fühle mich da gleich inspiriert, angehoben, kreativ und ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht über irgendwas sprechen, was so ausgelagert ist, sondern das ist ja das, was stattfindet. Und ich glaube, da drin liegt ja auch die Übbarkeit und da drin liegt auch die Praxis und da drin liegt aber auch, dass die
unsere Vorfahren meiner Meinung nach nicht irgendwo sind, sondern die sind lebendig als Daten in uns lebendig. Das heißt, es gibt ja oft so, selbst diese Zweiheit, die oft im Westen generiert wird zwischen dem Planeten und all den Lebenden oder uns als Menschheit und die Menschheit degeneriert den Planeten oder so, das ist ja meiner Meinung nach genau das Gleiche, dass da irgendwas, dass es dann ja eine Spaltung gibt und dass ich den Zugang dann in mir zu all diesem Strom von Informationen, aus dem wir ja kommen, aus Millionen von Jahren, dass das in uns lebendig ist und dass das nicht irgendwie was Abstraktes hinter mir ist. Und wenn du sagst, also mal, dass du gelernt hast, über deinen Körper, über deine Verkörperung in Kontakt zu kommen mit denen, die vor dir gelebt haben und vielleicht auch mit da, wo Daten fließen in den intergenerationellen Verbindungen und Beziehungen und da, wo es vielleicht verschlossener oder traumatisierter ist, dass wir beginnen können, das wahrzunehmen, dass das nicht nur eine abstrakte intellektuelle Übung ist, sondern dass das etwas sehr Verkörpertes ist und dass meiner Meinung nach unser Körper the living record, die lebendige, die Ansammlung von den Daten lebendig in uns ist, dass die Geschichte nicht hinter uns liegt, sondern in uns lebt. Und das macht auch die zukünftige Generation weniger abstrakt. Das heißt, wenn ich irgendwie verwurzelter bin in dem, woraus ich entstehe und woraus ich komme, dann ist die nächste Generation nicht nur meine Vorstellung oder die nächsten Generationen, sondern es ist auch was, auf was ich mich beziehungsmäßig einlassen kann. Und Tobias hat ja super gesagt, wir sind ja alle so bezogen. Das heißt, wir sind ja permanent in Resonanz, in der fühlenden Resonanz. Die kann man dann zwar intellektuell interpretieren, aber da findet ja was statt. Wenn ich dir zuhöre, Tobias, dann fühle ich mich in dem Moment von dir berührt, lebendig, kreativ, angeregt. Und diese Anregung ist ja, weil dein Enthusiasmus für das Ganze in mir eine Wirkung, also wirksam ist und eine Wirkung erzeugt. Und das bedeutet auch, dass wir uns auf die nächste Generation, du hast es ja ganz schön gesagt, Tobias, mit dem, dass wir uns halt sehr festgefräst haben, vor allem im Westen, in dieses Ich, in dieses getrennte Ich, das jetzt wirksam ist. Und dann vergessen wir oft, dass über unser Leben hinaus, wie, dass wir uns öffnen können in die Potenzialität der nächsten Generationen, damit auch in Beziehung und in Kommunikation sein können. Und daraus sich überhaupt dem mal zu öffnen, dass die Zukunft nicht nur dann ist irgendwann, sondern dass die jetzt schon anwesend ist und ich damit in Kommunikation sein kann, wenn ich das möchte, dann entsteht ja eine größere Form von gefühlter Bezogenheit und dann entsteht mehr Mitgefühl, Caring und dann, glaube ich, beziehen wir auch die nächsten Generationen anders ein, wenn es um Klimawandel geht, weil dann ist es eben nicht nur ich und ich muss mich verändern und ich muss was anders machen oder wir sollten was auch immer was machen, sondern dann fällt das Sollen ja weg, wenn wir mehr das Gefühl von Caring und Mitgefühl erleben, dann wollen wir ja. Und ich glaube, es ist wichtig, irgendwie zu schauen, wie kommen wir denn zu dem, ich will ja nicht, ich müsste jetzt mal was machen. Und ja, so vielleicht mal die ersten Gedanken dazu. Ja, da soll ich dazu was antworten? Ja, also mir geht es genauso, Thomas. Das kann ich auch bestätigen, wenn ich dir zuhöre. Wir sehen uns ja nicht oft, aber das ist schon interessant, wie viel Resonanz auch da ist in Bezug auf die unterschiedlichen Perspektiven, aber die doch im Kern sich treffen. Kann ich nur bestätigen. Und dein Bild, dass wir the living record sind, ja, ich meine, das widerspricht einerseits unserer westlichen, und ich weiß, der Begriff westlich alleine ist auch schon völlig falsch, ja, aber sag mal, kurz gefasst unserer in Anführungszeichen westlichen Herangehensweise, in der immer das Ich das ist, worum es geht. Aber wir sehen es ja nicht nur in der Philosophie, in der Soziologie, sondern auch in der Medizin, dass wir müssen ja nur die Gene nehmen. Wo kommen die Gene denn her? Die habe ich doch nicht erfunden, die habe ich doch nicht gebaut. Ja, ich meine, da sind ja Millionen in ihnen drin. Und wenn wir die Epigenetik hineinnehmen, wenn wir die Methylierung von Genen nehmen, dann wissen wir doch, das ist doch geradezu banal heute. Aber vor 20 Jahren war das nicht banal. Aber wir sind aus etwas und wir gehen in etwas. Und wir sind eine Welle auf dem Ozean. Und das Meer, das da gebaut wird, enthält all die Teile, die da waren und die da sind. So, der gegenwärtige Moment ist diese kurze Phase zwischen dem noch nicht und dem nicht mehr.
Und das enthält alles, was ist, weil es da keine Trennung gibt. Da ist nicht so, und jetzt ich. Diese, ja, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied, es ist nur eine Welle. Das Leben geht durch mich hindurch und ich finde das so schön mit dem Living Record, weil ich habe gerade relativ viel über Viktor Frankl gelesen, weil ich über ihn gearbeitet habe und er nutzt das Bild des Speichers, was ich ein ganz schönes Bild fand. Wenn wir auf die Zukunft schauen, oder wenn wir auf das Leben schauen, dann glauben wir immer, das Leben kommt von vorn. Und Frankl hat eben genau dieses Bild, dass er sagt, das ist falsch. Das Leben ist eigentlich etwas, was durch uns durchgeht. Und unser Vermächtnis ist das, was wir sozusagen, er nennt das den Kornspeicher, den Speicher, das Leben, was wir einfahren, wo wir sozusagen die Ernte mit, wie ein Bauer mit bearbeitet haben. Und das ist sozusagen das, was wir hinterlassen. Das, was wir hinterlassen, ist sozusagen unser Beitrag am Ganzen. Aber es braucht im Grunde genommen gar nicht meinen Beitrag, sondern es ist das ganze Feld. Und ich bin sozusagen ich darf Teil sein. Also auch die Dankbarkeit, die da reinkommt. Insofern, die Bewegung ins Wir, die du da beschreibst, das neue Wir, Katsuma, das ist etwas, was im Grunde genommen wir jetzt lernen was auch in der Neurobiologie, ich habe es eben angedeutet, wir arbeiten mit einem Modell des Glücks, nennen wir das, wo wir unterschiedliche Motivationen oder Motivatoren der Menschen beschreiben. Also warum macht ein Mensch das, was er tut? Und die letztendliche Richtung, in die alles geht, ist das Wir. Das ist die Transzendenz. Das ist das sich in die Gemeinschaft, aus der ich gekommen bin, wieder eingeben. Sich im Wir wieder quasi auflösen, wie die Welle, die dann wieder in den Ozean geht. Das ist, wenn wir auf pure Neurobiologie schauen, das ist das, ob wir das wollen oder nicht, die Hidden Agenda, auf die unser Hirn uns vorbereitet. Das ist der Track, den Hidden Track, auf dem wir alle sind. Wir sollen am Ende loslassen und transzendieren und wieder eingehen ins Wir. Das ist, that's all. Ja, sehr interessant. Also in einem Interview hat Thomas gesagt, dass was im Moment Problem in der Welt, also Klimakrise, dann müssen wir auch noch daran denken, dass wir immer noch sehr Dualismus, also mit dem Dualismus verbunden sind, immer so Erde oder Planet und wir, ja, und bei unserer Diskussion oder bei neuen Konzept, neuen Wir, wie können wir überhaupt den Planeten oder die Erde einladen und darüber hinaus transzend, wie können wir sozusagen ein planetares Wir schaffen? Also ist es auch etwas für Wissenschaft auch relevant und auch für Spiritualität? Wie können wir überhaupt dann argumentieren, was ist dieses neues Wir mit Erde, mit Planet? Soll ich wieder gehen? Thomas, ja. Zuerst, also wie gehabt, Tobias, das, ich möchte das auch ansprechen, weil ich glaube, das wird oft irgendwie nicht angesprochen oder übergangen, dass das Lebendige ja gerade da stattfindet. Und mir geht es wieder so, ich fühle diese Resonanz und diese tiefe Kohärenz, die da entsteht, wenn du sprichst, dass in meinem Körper ganz viel Ja sagt. Also ich höre dich sprechen, es geht ja, 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 ja. Und dieses Gefühl, das ich da habe, das ist ja nicht nur, dass ich dir intellektuell zustimme, sondern dass da was Tieferes, Bezogenes im Einklang ist in mir. Und ich glaube, ich möchte das auch hervorkehren, weil ich glaube, dass da auch ein bisschen die Antwort zu deiner Frage wieder drin ist, Kasuma, dass wir so in unserer Intellektualisierung der Welt, aber auch dadurch, dass halt Dramatisierung mit so einer Überintellektualisierung der Welt einhergeht, weil ich dann weniger fühle oder wenn ich was fühle, fühle ich viel Stress. Und dann fangen wir an, da viel mehr drüber nachzudenken, als wirklich zu erleben. Und ich glaube, wenn du sprichst von, wie schauen wir denn diese Dualität an, dass wir sehen, naja, aber ich... Trauma sitzt ja im Körper und ganz viel frühkindliche Traumatisierung, die sitzt ganz viel da, wo der Körper sich ja gerade entwickelt und dass mein Körper ist ja der Chip oder dieser Plugin, als der ist ja der Planet. Das heißt, wenn ich mich ganz im Körper und wie Tobias ganz schön gesagt hat,
das Sicherheitsbedürfnis, wenn es wirklich sicher ist und ich kann mich ganz niederlassen in meinem Körper und ich merke, dass die Welt sicher ist, außer sie ist nicht sicher, aber sonst ist sie sicher, dann fühle ich ja ganz tief, wie ich verankert bin in der Materie und in meinem physischen Körper. Und mein physischer Körper ist ja der Planet. Und ich glaube, aus dieser schmerzhaften Trennung von unserer Verkörperung entsteht auch so ein Draufschauen auf den Planeten, als wäre der Planet ja ein Objekt und nicht ein lebendiger Prozess, der durch uns lebendig ist. Und da glaube ich, dass wir ja animierte Erde sind, ist ein Erfahrungsprozess. Und ich glaube, da können wir das auch wieder heilen. Dieser Dualismus ist meiner Meinung nach auch eine Grundwurzel von dem Klimawandel und von vielen Feedback-Loops, die in der Biosphäre irgendwie unterbrochen oder reduziert sind. Und damit kann das ganze System sich weniger regulieren und dann entstehen Regulierungsabweichungen und damit entstehen Folgesymptome in dem System Erde. Aber das findet ja durch uns statt. So Beziehung ist ja auch Regulierung und Beziehung ist Datenfluss. Und ich glaube, dass wir experimentelle Räume auch oder Erfahrungsräume schaffen müssen, in denen wir wiederum ein Gefühl kriegen von dem, dass ich in meinem Körper auch Erde bin und nicht nur die Erde ein Objekt ist, auf das ich drauf schaue, sondern dass ich auch von innen erleben kann. Und glaube ich, wenn ich es von innen erleben kann, dann bin ich auch viel mehr verbunden und Teil der Regulierungsfähigkeit von der Biosphäre. Und ich glaube, das sind wir ja alle. Und deswegen glaube ich, dass die Immanenz, also das, was direkt jetzt stattfindet, ein wichtiger so ein Wegweiser ist in diese Erfahrbarkeit. Dass das jetzt gerade stattfindet, während wir sprechen, ist, glaube ich, wichtig. Und dass der lebendige Prozess Erde nicht irgendwo stattfindet, sondern der findet auch gerade hier statt. Und dass der immanent zugänglich ist und nicht etwas ist, wo man hinkommen muss. Und da, glaube ich, da fände ich einen Teil wichtig. Und zu deiner Frage mit dem globalen Wir, ich glaube, dass natürlich wir auch die Altlasten von Kolonialismus, von vielen Traumatisierungsfeldern, Rassismus und Antisemitismus und so weiter in der Welt haben, was Beziehungsabbrüche schafft, was Folgesymptome schafft über Generationen. Und ich glaube, wir brauchen ein viel höheres sich einlassen, dass wir diese Altlasten auch mit aufarbeiten wollen. Also dass diese Progressivität heißt ja nicht nur nach vorne gehen, sondern auch das aufzusammeln wieder, was wir angerichtet haben oder unsere Vorfahren angerichtet haben. Und dass diese Zukunftsfähigkeit auch bedeutet, dass man manchmal sich verlangsamen kann, um das einzusammeln, was weh tut, auch wenn es unangenehm ist, damit wir auf eine neue Weise die Zukunft vergrößern können. Und ich glaube, auf dem Weg, man kann nicht sagen, okay, ist nichts passiert, lass uns jetzt ein neues Wir am Planeten machen. Ich glaube, man muss anerkennen, wie viel Schmerz entstanden ist, der noch nicht anerkannt wurde wirklich. Also aus einer tiefen Ebene. Und wenn wir eine globale Kollaboration schaffen wollen, dann müssen wir uns darum kümmern. Und dann gemeinsam, das ist ja einen gemeinsamen Raum zu schaffen, der respektvoll ist und der die Integrität und die Würde aller Menschen wiederherstellt. Und das daraus kann sich natürlich eine neue Motivation zur Zusammenarbeit schaffen. Wow, das kann ich wieder nur bestätigen, total resonant. Und ich finde ganz wunderbar das Bild, Thomas, was du da nochmal nachzeichnest, gerade auf die Frage des Dualismus und des, da draußen ist der Planet und da ist die planetare Krise und dann sind wir. Und jetzt muss ich eine Beziehung dahin bauen. Und dann heißt das, du darfst nicht. Die Beziehung wird vermittelt über du darfst nicht. Du darfst nicht fliegen und dies und das. Also eigentlich muss ich hier eine Beziehung herstellen zu etwas, wo mir gesagt wird, du bist eigentlich schuld. Das ist doof. Und der Ansatz zu sagen, die Welt ist in dir. Der Körper ist das Plugin, wie du genannt hast, für die Erde. Ich bin Erde. Ich kann also das Problem auch anschauen, indem ich in mir zu Hause bin. Weil das Problem ist in mir. Nicht ich bin das Problem, sondern ich bin Erde, wie du gesagt hast. Das finde ich in meiner Forschung nenne ich das immer den inneren Arzt. Ich unterscheide den äußeren und den inneren Arzt, ja, den Medikus und den Archäus. Der Medikus ist das Objektive, ich gebe das ab. Du bist Experte für meine Gesundheit, mach das mal heile. Der Medikus
kann aber nur bedingt arbeiten. Er braucht als Partner den Archeos, den inneren Ars. Das ist dieses Ich bin du. Wir sind alles in einem Raum. Und wenn ich einen Zugang haben will, auch zu Heilung, dann muss ich in mir sein. Und das bedeutet auch, weil ich Erde bin, wenn ich die Erde versuchen will, meinen Beitrag zu leisten, zu heilen, und wir sind alle uns einig, dass, wie du schon, genau wie du gesagt hast, das sind alles Prozesse. Niemand glaubt an diese einfache Pille einwerfen und dann wird der Planet gesunden. Das ist Unsinn. Das ist gleich wie mit den Nachhaltigkeitszielen der UN. Als sie das erste Mal kamen, da habe ich ehrlicherweise gedacht, ganz ehrlich, Leute, ich finde die super, aber glaubt allen Ernstes irgendjemand, dass die erreichbar sind? Und sie sind aber zum neuen Dogma geworden. Sie sind zum neuen Gesetz. Alle haben gesagt, ja klar. Und jetzt sehen wir plötzlich die Rechnung. Das geht so nicht. Das funktioniert nicht. Es sind Prozesse. Es ist die Liebe letztendlich, die reingebe in meine Handlung. Ich möchte es, aber ich muss bei mir beginnen. Und wenn es immer nur schwarz-weiß heißt, ja, nein, Failure, Lost, Non-Failure, das geht nicht. Also das ist so dieses Bild, des Dualismus. Als du eben gesprochen hast, Thomas, da fiel mir Adam und Eva ein. Ja, bevor dieser berühmte Apfel und das sind ja alles Geschichten. Gibt Kollegen von mir in London, die haben gezeigt, dass eigentlich Adam Eva war und der erste Mensch eine Frau war. Also nehmen wir dieses ganze Bild mal als Metapher nur. Nämlich die Tatsache, dass wir vorher im Paradies, da waren wir eben nicht getrennt. Da waren wir eben nicht dual. Und die Erde hat uns kreiert. Ob das Gott ist oder Liebe, spielt keine Rolle. Aber wir sind aus ihr gekommen. Plötzlich haben wir Menschen die Dualität gemacht. Wir haben vom Apfel gegessen und jetzt gab es Sünde. Wir waren plötzlich nackt und wir haben uns geschämt. Und wir mussten uns jetzt zwischen Subjekt und Objekt entscheiden, mussten uns aktiv trennen. Wir sind anders. Wir sind human. Und meine Forschung sagt mir jeden Tag, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind einfach biologische Wesen. Wir sind Erde, wie du gesagt hast. Und das, was ich versuche immer zu sagen, das ist das, was uns eint. Das ist das, was ich Bedeutung nenne. Oder du hast gesagt, Verbundenheit, Bezogenheit. Letztendlich ist es die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Die Semantik oder zeichentheoretisch würde man sagen, die Semiotik. Alles hat eine Signifikanz, ein Zeichen. Und wenn ich in der Lage bin, das zu lesen, weiß ich, wie ich handeln muss. Und ich muss nicht da draußen so weit gucken. Ich kann hier anfangen. Ich kann die Zeichen in mir lesen. Und wenn ich die Zeichen der Zeit verstehe, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Da brauche ich auch keine UN-Nachhaltigkeitsziele mehr. Sehr schön. Also ich glaube, diese neue Aussage, also ich bin die Erde oder wir sind die Erde, das ist wichtige Narrativ für die Bewegungen von den Climate Change und auch für die Forschung vom Klimawechsel oder Klimakrise und so weiter. Und also wie Carl Sagan ungefähr vor 30 Jahren her gesagt, dass wir aus dem Sternstaub geschaffen worden sind, also die Erde. Und dieses Wir, was Carl Sagan benutzt haben, ist nicht nur wir, die Menschen, sondern wir und die Erde. Weil die meisten, also die 90% von Atomen, die unserer Körper besteht, ist auch fast identisch mit den Atomen von der Erde. Also das heißt, die Bestandteil und sozusagen Konsistenz von unserer Körper ist fast identisch mit der von Erde. Also von daher, also von Astrophysik und auch aus Geophysik her sind die Menschen fast identisch mit der Erde, also von Konsistenz her. Das heißt, dann komme ich dann auch zum interessanten Gedanken, was Thomas vorher gesagt hat. Also Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft sind interconnected, verbunden, und zwar durch unseren Körper. Ja, das heißt, dieses Körper als sozusagen Anschlusspunkt zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, was überhaupt für unsere Bewegung vom Climate Change sehr wichtig ist. Also wie können wir unseren Körper in der Bildung nutzen, damit wir dieses neues Wir erleben können? Was ist so, also wie ist unser Körper wichtig für neue Bildung? Nicht nur für sekundäre Schule,
auch sogar für die Universität gilt, wie wichtig unser Körper. Ich glaube, das hat ja Tobias gerade auch schon gesagt, dass die Sache, mit der wir uns ja beschäftigen, ist ja die Dissoziation von dem lebendigen Prozess, wo wir ja alle mit einer gewissen Form von Vergangenheit identifiziert sind, die reduziert ist in der Bewegung. Traumatisierung schafft eine Reduktion von Bewegung. Und ich glaube ja, dass Vergangenheit nicht die Geschichte ist, sondern dass die integrierte Geschichte gerade dieses Gespräch führt. Und dass die unintegrierte Geschichte oft interferiert mit dem, was jetzt gerade stattfindet. Das heißt, dass Ängste, Scham, Stress, Triggermomente, die kommen quasi auf unseren Monitor, wenn unser Trauma getriggert ist. Aber dass das Lernen aus dem lebendigen Prozess, das Lebendige und die Beziehungsfähigkeit mit dem, worüber wir lernen, dass da drin liegt ja auch schon die Antwort, wie Tobias gesagt hat. Weil ich glaube, wenn wir das fördern in unserer Bildung, dass wir lebendig aus Erfahrung lernen und dass die Beziehungsfähigkeit, dass nicht nur das vereinzelte Lernen, sondern dass die das Gemeinsame herausfinden, aber durch unsere lebendige Erfahrung ja genau diese Dinge beginnt flüssiger zu machen. Und dass dann wir holistisch, intellektuell, wie auch körperlich, irdisch, kosmisch mitlernen, ist, glaube ich, eine Konsequenz davon. Und das heißt, diese lebendige Auseinandersetzung mit dem, was wir lernen, und dass wir merken, ja, dass Lernen eben nicht nur eine intellektuelle Leistung ist, sondern das Verstehen viel tiefer verkörpert ist. Und ich glaube, wenn wir das in der nächsten Generation einfach zuerst nicht kaputt machen und dann auch fördern, dass es sich verfeinern kann, dann findet Lernen ja sowieso statt, weil das hat Tobias ja auch vorher gesagt, dass das Lernen ein inhärenter Wunsch ist des Lebendigen. Also so habe ich dich gehört, dass das Leben will ja lernen und das Leben will ja bezogen sein. Und deswegen, glaube ich, geht es zuerst mal darum, wie machen wir es nicht kaputt? Weil ich glaube, durch viel Bindungstraumatisierung und Traumatisierungen reduzieren wir das ja sogar, anstatt dass wir es fördern. So, ich glaube, das geht darum, dass wir das reduzieren, also wie wir schmerzhafte Aspekte da reinbringen und dann so schauen, wie kann man denn das, was sowieso lernen möchte, fördern. Aber man muss ja nicht das Lernen da reinmachen in die nächste Generation. Aber es wird manchmal so gesehen. Und ich bin total mit dir, Tobias, wenn du sagst, dass wie oft aus dieser Trennung heraus Dinge in die Welt gesetzt werden, wie so ein Patch, dass man auf das Lebendige drauf macht und das soll jetzt so sein. Dann hat man so eine Idee davon, wie es sein soll und dann ist man frustriert, wenn es nicht so ist und sagt, das haben wir aber versagt, anstatt dass der Prozess an sich schon fragwürdig ist, wie das denn überhaupt entstanden ist. Und ich glaube, wenn wir das in die Bildung mit einbeziehen, also diese Patchwork-Intellektualisierung und das, was sowieso da ist, dann fordert das aber auch von Lehrern oder von uns allen, die irgendwas weitergeben, dass wir lebendig bezogen sind mit den Menschen, denen wir was weitergeben und dass wir da Teil von einem lebendigen Prozess sind. Und ich glaube, dann ist spannend, wenn wir uns auf diese tiefe Bezogenheit wieder einlassen können und dass alle im Prinzip was lernen dabei. Ja, super, super, super. Vielleicht noch zwei, drei kurze Gedanken dazu, wie können wir das lernen oder wie können wir das reaktivieren oder sonst wie. Also du hast gesagt, Katsuma, der Körper ist die Schnittstelle zwischen der Vergangenheit, wenn man so will, und der Zukunft, zwischen allem. Ja, Stichwort Carl Sagan und der Sternenstaub, eindeutig ja. Also so wie unsere Gene von irgendwo kommen und wir glauben, hey, das ist mein, das bin ich, ja, sorry, gerade mal nicht. Und genauso ist unser Körper eben. Nicht meins, ja. Ich meine, die Moleküle, die waren alle schon vorher da und die werden ständig ausgetauscht. Eine völlige Illusion. Ich meine, der Mensch kann das. Das ist ja genial, dass der Mensch das kann, diese Illusion zu erzeugen. Das ist ja auch eine Frage von Kohärenz oder von Fähigkeit der Kreativität, die wir Menschen haben, dass wir das Bild von ich erzeugen können. Das ist ja genial. Aber es ist natürlich eine Illusion. Es ist eine totale Illusion, weil es eben ein Sternenstaub ist, aus dem wir kommen. Und ja, der Körper, aber auch das Bewusstsein. Es ist nicht nur der Körper, der die Schnittstelle ist zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, sondern auch unser Bewusstsein. Das ist nämlich kollektiv geprägt. Das Bewusstsein ist fast wie die Gene, könnte man sagen, obwohl das nicht stofflich ist.
Vielleicht ist es doch stofflich. Aber das mal am Rande. Nehmen wir mal an, es ist nicht stofflich. Es ist genauso wie die Gene etwas, was ich mitbekomme und weitergebe, wo ich Teil von etwas bin. Und wie kann man das überhaupt erstmal wahrnehmen? Ich habe gesagt, die Zeichen erkennen, die Zeichen verstehen. Wir können ja im Grunde genommen einfach mal um uns schauen. Wo finde ich eigentlich Zeichen für kollektives, gemeinschaftliches Bewusstsein und Körperverkörperung? Das vergessen wir im Alltag, die sind alle da. Und wenn es nur zwei Bereiche gibt, in die ich schauen würde, die völlig vernachlässigt sind, dann ist es der Bereich Heimat und Kultur. Das ist der Boden, auf dem ich stehe. Das sind meine Wurzeln, wenn man so will, in die Gemeinschaft, die physischen Wurzeln in die Gemeinschaft. Das ist die Sprache, das ist der Dialekt, das ist der Klang, das ist der Geruch, das ist die Musik, das ist die Poesie, das ist die Liebe, das ist Kultur und Heimat, der Boden, auf dem ich laufe. Und das andere ist das da oben. Das Universum oder Gott oder nennen wir es Spiritualität oder Sinn, die Verbundenheit in den Raum, die Verbundenheit zum Boden und die Verbundenheit in den Raum. Und dann gibt es natürlich die Verbundenheit um mich herum zu den Menschen. Und die Zeichen sind alle da. Schauen wir in die Gotteshäuser, die Kirchen, die religiösen, die schamanischen, die Plätze, wo wir all das in unseren Kulturen immer hatten. Schauen wir in unsere Sprache, schauen wir in unsere Gesänge, in unsere Musik, schauen wir in das Gefühl von Heimat, von Nostalgie. Also es ist alles da. Wie kann man das lernen oder im Bildungswesen aktivieren? Ja, vielleicht fangen wir einfach mal da an, diese Zeichen uns überhaupt bewusst zu machen und sie nicht abzulehnen, sondern sie zu integrieren, genau wie Thomas gesagt hat. Mhm. Ehrlicherweise, das macht auch verdammt viel Spaß, sich überhaupt einfach mal wieder zu connecten zu dem, was da ist. Und es nicht abzulehnen als alt oder verstaubt oder so, sondern ich bin Teil davon. Ich kann mich dem nicht entziehen. Dann integriere ich es doch einfach besser. Also ins Bewusstsein holen, sinnlich werden, zur Besinnung kommen und diese Dinge überhaupt wahrnehmen und einfach machen. Also Spaß an einem Dialekt haben, Spaß an einem Tanz haben, Spaß an Orten in meiner Umgebung zu haben, die vielleicht mehr sind als nur ein Haus, sondern eine Bedeutung haben. Und diese Bedeutung entdecken und gemeinschaftlich teilen, das könnte ich mir für Schulen und Kindergärten zum Beispiel gut vorstellen. Wenn man das pfiffig macht, auch mit modernen Medien, muss das überhaupt nicht oldschool sein. Wow. Dankeschön. Also wenn ich mit euch spreche, dann sehe ich die Grenze zwischen Inner Science und Outer Science oder Spiritualität und Naturwissenschaft also gar nicht mehr. Stattdessen sind wir oder bin ich in einem großen Haus der Wissenschaft. Und ja, das ist so eine wunderbare Überbindung der Fragmentation, mindestens hier in diesem Dialog, bei diesem Thematik. Und das ist vielleicht auch was also die Universität in Zukunft gehen soll, in dieser Richtung. Einfach mal die Überbindung zwischen innerer Science, Outer Science oder wie du, Tobias, gesagt hast, also die Grenze zwischen innerer Medizin und äußerer Medizin hinaus transzendieren. Das ist was wir jetzt erlebt haben. Universitas heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft der Lernenden und der Lernenden. Wo wir alle Lehrende und Lernende sind. Ich kann das nicht entscheiden. Ich bin immer beides zeitgleich. Ich kann das nicht entscheiden. Dazu bin ich auch viel zu neugierig. Die erste Person und die dritte Person, das trennen wir. Und das ist auch richtig, um arbeiten zu können damit. Aber am Ende, wer hat recht? Es ist das Subjekt. Es ist die Untrennbarkeit von mir und der Welt, die es unmöglich macht, am Ende zwischen dem Lernenden und den Lehrenden zu unterscheiden. Ja. Eine kurze Frage ganz am Ende. Haben wir Menschen noch Chance in dieser Klimakrise? Also, ich sehe das Leben ja so, dass für mich ist, glaube ich, das nicht die Frage, sondern die Frage ist, was bewegt mich denn jeden Tag, das zu tun und beizutragen? Und so wie wir jetzt hier zusammen sind, also ich gehe gerade hier weg
fühle mich erfüllt, fühle mich inspiriert, fühle meine Neurone glühen und kreativ. Und ich weiß, dass dieses Gespräch einen Beitrag macht zu dem, was in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten stattfindet. Und es bereichert mich und es fließt in das ein, was ich mache. Und ich glaube, das hat so eine verstärkende Wirkung, weil ich sehr viel mitschwinge mit dem, was gerade hier zwischen uns passiert und gesagt wird. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, als zu schauen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, sondern wie können wir denn alle mit unserem ganzen Herzen irgendwie das tun, wofür wir uns berufen fühlen und uns unterstützen, wie wir das jetzt gerade machen und aus diesen Synergien größere Felder schaffen. Und ich glaube, dass da total viel möglich ist und dass es für mich gar nicht die Frage ist, ob ich das mache, damit wir was schaffen, sondern ich mache das sowieso. Und für diese Momente wie jetzt, glaube ich, da entsteht was ganz Wertvolles in diesen Feldern, die wir gemeinsam generieren. Und ich glaube, da haben wir enorm viel Kraftpotenzial und Wirksamkeit in der Welt, was gerade jetzt passiert. Das ist für mich der wichtige Punkt. Kann ich total mitgehen, kriege ich Gänsehaut, empfinde ich genauso. Vielleicht noch ein bisschen pointiert von meiner Seite, sag mal, noch ein Stück weiter, ja, vielleicht etwas provokant. Die Frage, schaffen wir das oder nicht, ist ja im Prinzip eine quantitative Frage. Und dann reden wir über 1,5 Grad Ziele, 2 Grad Ziele, wird die Menschheit überleben? So, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin dafür kein Experte. Und ich höre die ExpertInnen, sieht nicht gut aus. Okay. Aber die Frage ist für mich, genau wie Thomas sagt, für mich, Tobias Esch, gar nicht so relevant. Das ist wie in der Medizin die Frage, schaffen wir das, den Tod aufzuheben? Da sage ich, keine Ahnung. Und so richtig interessiert bin ich daran auch gar nicht. Für mich ist die Qualität viel entscheidender. Und die Frage hier würde ja lauten, gelingt es uns, in Zeichen oder in Zeiten der Klimakrise zwei Dinge trotzdem zu tun, das Leben lieb zu haben, Dinge zu tun, die, wie ich gesagt habe, die Zeichen richtig deuten, heißt, das, wo ich in mir selbst, wenn ich die Erde in mir besuche, dann weiß ich, was zu tun ist und das zu tun, so gut ich es kann. Das heißt nicht nur, das Leben lieb zu haben, sondern auch mich selbst lieb zu haben. Und zwar nicht egoistisch, sondern weil ich Teil des Ganzen bin. Und das moralische Dilemma auszuhalten, dass wir die Generation sind, die all das jetzt gerade verursacht, das ist ein moralisches Dilemma, das ist gar nicht banal. Damit leben zu können und trotzdem zu sagen, so ist der Mensch. Der Mensch wird sterben. Er wird sterben. Ich werde sterben. Ich brauche nicht darüber nachzudenken, kann ich das aufhalten, weil ich glaube es ehrlicherweise nicht. Aber kann ich qualitativ über Sinn, Spiritualität, Heimat, Kultur, über einen Beitrag, über Heilung, über diese Integration, die Thomas besprochen hat, kann ich einen Beitrag leisten, um dieses Wir, das Kollektive, das Gemeinschaftliche zu stärken? Davon bin ich total überzeugt. Total überzeugt. Wenn das die Frage ist, dann sage ich, das schaffen wir. Ja. Ja, vielen Dank. Also die letzte Beiträge von Thomas und Tobias, das sind sehr, sehr schöne Messages für die junge Generation von dieser Konferenz. Und mit dieser Message möchten wir weiter forschen. Und ich würde gern auch beitragen dazu, einfach mal das, was wir gesprochen haben, umzusetzen in der Bildung. Und zwar möglicherweise bei uns an der Universität Wittenherdecke. Ja, vielen Dank für euer Gespräch. Danke dir. Danke dir.